Nun wechseln wir vom DFB-Pokal rüber zum eigentlichen Thema des Sommers, nämlich der Europameisterschaft. Und damit herzlich willkommen zu meiner EM-Prognose 2021. Das Halbfinale steht an, beziehungsweise zwei Halbfinalspiele stehen für morgen und übermorgen an. Ihr seht, vier Nationen sind noch übrig. Das sind diesmal vier komplett andere als vor 5 Jahren bei der EM 2016 mit Frankreich, Deutschland, Wales und Portugal. Die waren es 2016, 2012, haben, 2021, Zahlen vertauscht, sind es diesmal Italien, Spanien, England, Dänemark. Also ihr seht, kein Blau in der Flagge ist mehr drin, nur noch viel Rot und Weiß. Gelb und Grün ist auch noch da. Und dann wollen wir mal anfangen. Ich werde auch, bevor ich immer meinen Tipp hier bekannt gebe, werde ich immer was zur aktuellen Situation beider Mannschaften immer sagen. Also, wir beginnen morgen das erste Halbfinale. Wie gesagt, beide Halbfinals laufen auf ARD. Das erste Halbfinale, Italien-Spanien. Quasi das EM-Finale von 2012, wo Spanien gewann. Aber mal schauen. Also für mich ist Spanien in diesem EM ja nicht so wirklich überzeugend gestartet. Nur mit einem 0-0 gegen Schweden zum Auftakt, ein 1-1 gegen Polen. Ja gut, Slowakei 5-0 weggehauen, Kroatien 5-3 bezwungen in einer irren Partie. Ja, und Schweiz auch nur 1-1 nach Verlängerung und nur 3-1 im Elfmeterschießen. Also und gegen Schweiz war Spanien die Überzahl, so ab kurz vor Ende. Und dann gab es ja noch die Verlängerung und da war nicht wirklich viel Überzeugung drin. Also denke ich, so wie die spielen, können die das nicht packen gegen die aktuellen starken Italiener, muss man dazu sagen. Italien, wir haben mit sehr wenig Gegentoren, eins gegen Österreich bekommen, eins gegen Belgien bekommen. In der Gruppenphase kein einziges Gegentor. Also die sind wirklich stark, die sind heiß auf den Titel. Und meine Prognose ist deshalb, Italien wird Spanien 3-1 packen. Das ist meine Prognose. Und dann kommen wir zum zweiten Halbfinale am 7.7. auch um 21 Uhr, auch auf ARD. Hier das rot-weiße Duell. England gegen die überraschenden Dänen. Ja, England bislang ja zwar ohne Gegentor in 5 Spielen. 4-0 gegen Ukraine zuletzt geschlagen. Aber ich fand die Engländer jetzt nicht wirklich so. Also ja, darf man England nicht überschätzen, die sind schon, unterschätzen, die sind schon stark. Aber für mich machen die nicht wirklich den guten Eindruck, dass sie hier den Titel holen können. Was Dänemark angeht, ich meine, die sind überraschend, muss man sagen, überraschend ins Halbfinale eingezogen. Nach dem ersten Spiel gegen Finnland 0-1 mit dem Drama um Christian Eriksen. Das war ja für die Dänen nicht wirklich leicht. Zweite Gruppenspiel gegen Belgien hatten sie auch 1-2 verloren. Und da dachte man schon, ist der Ofen bei Dänemark jetzt aus? Nein, ganz im Gegenteil, denn sie gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen Russland mit 4-1, mit richtig überzeugender Leistung, muss man sagen, und sind mit Glück noch in die K.O.-Phase eingezogen. Im Achtelfinale begegnen sie gegen Wales. Ein klares 4-0, auch richtig stark. Also die Dänen wollen auch den Titel holen. Ihren zweiten überhaupt, zuletzt ja 1992 gegen Deutschland, glaube ich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Aber ich glaube, das war schon gegen Deutschland. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann ich ja später nochmal recherchieren. Und ja, dann ist Viertelfinale 2-1 gegen Tschechien gewonnen. Ich habe die zweite Hälfte da nicht so wirklich mitverfolgt. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, Dänemark ist weiter. Und somit könnten die für mich mal endlich England, ja, also jetzt nicht ganz in den Boden rammen. Aber ich sag mal trotzdem stark bezwingen. Und da tippe ich einfach mal auf ein 3-2.
aus Dänemark Sicht und somit werden die dann im Finale einziehen. Das heißt, meine Prognose wird dann lauten: Italien gegen Dänemark im Finale. Und dann werden wir sehen, wer die besseren Chancen auf den Titel hat. Also, das sind meine beiden Tipps. Eure Tipps gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, war's das. Zwei Videos habe ich heute gedreht. Erstmal DFB-Pokal. Zweites Video EM-Prognose. Und ja, damit würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. In der Woche auf jeden Fall noch. Und ja, ansonsten schöne Woche und ciao. Bis zum nächsten Mal.